Noch nicht sehr lange ist Sebastian Kurz Bundeskanzler von Österreich. In seiner ersten Fragestunde im Nationalrat fiel vor allem eines auf: die häufig ausweichenden Antworten des ÖVP-Politikers. So verweigerte Kurz eine eindeutige Position, als er auf ein mögliches Rauchverbot in Kneipen angesprochen wurde. Auch bei der Unterhaltssicherung für Alleinerziehende reagierte er wenig konkret. Stattdessen wich er gern mit Floskeln wie „Das ist ein großes Thema“ aus. In den sozialen Medien löste Kurz damit Häme und Spott aus. Unter dem Hashtag #AnzahlleitKurz Antworten wie Kurz schrieb eine Userin: „Wie alt sind Sie? Zunächst möchte ich festhalten, dass das Alter eine Zahl ist, die sich ständig ändert.“ Eine andere schrieb: „Lisa, wie viel ist 2×2? Herr Professor, lassen Sie mich bitte zuerst sagen, wie wichtig mir die Mathematik ist und wie sehr ich die Rechenarten gleichermaßen schätze.“ Und Katharina W. kommentierte unter #AnzahlleitKurz: „Was möchtest du heute essen? Ich bin froh über diese Frage. Essen ist ja ein primäres Bedürfnis des Menschen. Ich habe immer schon gesagt, Essen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur. Wir müssen daher unsere Außengrenzen sichern.“